Hi, willkommen bei Green Chill Barbecue & Lifestyle. Heute geht es um die Pizzasoße. Nach dem Pizzateig kommt nun die Soße. Und wie ich die gerade gemacht habe, das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Und starten wir gleich durch mit unserer Pizzasoße. Wir brauchen 1 Kilo Rispentomaten. Um noch ein bisschen mehr Geschmack reinzubringen, nehme ich hier noch Sherry-Tomaten-Mix, 300 Gramm. Eine Handvoll Oregano frisch. Eine Handvoll Basilikum frisch. 4 bis 5 Knoblauchzehen. Eine Zwiebel. 2 Esslöffel Olivenöl. Und 2 Lorbeerblätter. Das sind die ganzen Zutaten und jetzt geht's los mit dem Schnibbeln. Tomaten mal klein schneiden. Ihr könnt hier alternativ auch passierte Tomaten nehmen. Da braucht ihr aber nur 600 Gramm. Ergibt etwa dieselbe Menge. Aber ist natürlich nicht so intensiv. Ich werde es mal klein schneiden. Aber ihr wisst ja, wie das geht. Das wird gut aussehen und das mache ich nun mit allen. So sollte das etwa aussehen und dann geht es weiter mit den Cherrytomaten. Strunk habe ich natürlich immer rausgeschnitten. Cherrytomaten sechsteln. Dann haben wir jetzt Tomaten fertig. Jetzt los mit dem Knoblauch. Knoblauch schälen. Und dann schneiden wir den Knoblauch einfach grob durch. Und geht's weiter mit der Zwiebel. Hi, willkommen bei Green Chill Barbecue and Lifestyle. Die wird geschält und einmal halbiert. Dann noch Oregano, Blätter abzupfen. Barbecue und Lifestyle. Willkommen bei Green Chill. Schön klein hacken. Dasselbe machen wir mit dem Basilikum. Blätter abzupfen. Schnibbelei fertig. Jetzt sehen wir uns gleich am Seitenbrenner. Den Topf schön heiß werden lassen. Das könnt ihr natürlich wieder auf dem Herd machen oder wo immer ihr auch wollt. Das funktioniert überall. 2 Esslöffel gutes Olivenöl rein. Und dann nehmen wir den Knoblauch und braten den mal ein bisschen an. Er sollte nicht schwarz werden oder braun, nur ein wenig. Als kleines Feature gebe ich optional noch ein bisschen Speck dazu. Für einen guten Geschmack.
Das reicht schon. Dann die Tomaten dazu. Die Zwiebelhälften dazu, die Kräuter dazu und finally die zwei Lorbeerblätter. Das lassen wir jetzt einmal richtig aufkochen. Und dann sehen wir uns ein paar Minuten wieder. 5 Minuten später. Das ist schön aufgeköchelt. Das reicht. Dann stellen wir die Herdplatte oder den Seitenbrenner auf Minimum und lassen es weiterköcheln. Immer wieder ein bisschen umrühren. Nun heißt es warten. Circa 30 Minuten. Sollte um die Hälfte reduziert werden. Das Wasser sollte ein bisschen raus. Und dann sind wir schon bald fertig. Nach gut 30 Minuten ist das Wasser relativ gut verdampft. Dann fischen wir die Zwiebel, die Lorbeerblätter raus. Ihr könnt die so benutzen, aber ich werde sie noch ein wenig pürieren. Mixstab hier, Pürierstab, dass wir eine super Konsistenz erhalten. So. Das war's. Dann wird gleich mal angetestet. So Freunde, wir haben es geschafft. Es wird noch abgeschmeckt. Fleur de sel. Guter Esslöffel. Und dann nehme ich wieder von Udeheim Paradiespfeffer. Guter Schuss rein hier. Einmal gut durchrühren. Super Konsistenz. Dann testen wir mal an. Schmeckt richtig nach Pizza. Darf noch ein bisschen Salz rein. Und Pfeffer auch. Ganze noch mischen. Übrigens wäre noch meinen ultimativen Pizzateig nachmachen will, verlinken gleich hier oben rein. Kann ich nur empfehlen, sensationell. Perfekt. Für mich eine gelungene Sache. Probiert das unbedingt nach. Schnell gemacht, 30 Minuten. Habt den perfekten eine perfekte Pizzasoße mit richtig Geschmack drin. Ja, einfach nur lecker. Könnt ihr auch eine Bolognese machen, ein bisschen Hack anbraten, Soße dazu, Pasta dazu, perfektes Mahl. Ja, wie immer würde ich mich freuen. Über den Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen, das hilft mir weiter und viel Spaß weiterhin bei Green Chill Barbecue und Lifestyle. See ya! Chilled.